Am 17. Februar 2016 fand in der ukrainischen Botschaft in Berlin der Abend der deutschen Minderheit in der Ukraine statt. An dieser Veranstaltung haben unter anderem der Botschafter Dr. André Melnik, der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten Hartmut Koschik, der stellvertretende Kulturminister der Ukraine Andriy Vitrenko sowie der Vorsitzende des Rates der Deutschen der Ukraine Wladimir Lesle teilgenommen. Im Rahmen dieses Abends wurde die Bilderserie Kirchen der Ukraine vom ukrainischen Maler deutscher Abstammung Harry Ruff präsentiert. Außerdem gab es den Dokumentarfilm von Elvira Bleskaya »Wir sind keine Fremden« zu sehen. Dieser Film schildert die Geschichte der Deutschen in Odessa. Unter den Besuchern war Peter Hilkes, der Lehrbeauftragte für ukrainische Landeskunde an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Die Ausstellung hat ihn sehr beeindruckt, sowie das insgesamt hohe Niveau der Veranstaltung. Und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr, sehr beeindruckt. Das ist, soweit ich mich jedenfalls erinnern kann, das allererste Mal, dass die Ukraine-Deutschen ein Thema in der ukrainischen Botschaft sind. Und das zeigt natürlich ganz viel, dass nämlich die Ukraine-Deutschen zur Ukraine gehören. Dass sie aber auch natürlich einen ganz wichtigen Bezug zu Deutschland haben und dass es eben ganz viele verschiedene Themen gibt, gemeinsame Themen vor allen Dingen, die man eben zusammen anpacken kann. Was mir besonders aufgefallen ist, noch nie haben sich die Ukraine-Deutschen so professionell, so modern präsentiert. Das hat natürlich auch mit Wladimir Leitze zu tun, das will ich natürlich auch sagen. Das ist einfach so. Und noch nie so als Werbefaktor für die Ukraine-Deutschen. Und ich denke, dass das eine ganz wichtige Basis ist, auf die man bauen kann und von der aus man noch viel, viel mehr entwickeln kann. Diese Bilder sind natürlich ein wichtiger Aufhänger. Die Bilder sind wichtig für die Deutschen in der Ukraine, aber sie sind auch wichtig für Deutschland, weil es wichtig ist, dass die Öffentlichkeit in Deutschland, dass auch Menschen aus der Ukraine, die in Deutschland jetzt leben, sehen, was es für eine Geschichte gibt, gegeben hat. Und die Ausstellung ist sozusagen kann als Initiator für viel mehr wirken. Und wir wollen versuchen, die Ausstellung in Deutschland zu zeigen. Die anderen Gäste haben auch ihre absolute Begeisterung für den feinen Geschmack und die malerische Begabung des Künstlers zum Ausdruck gebracht. Ви знаєте, людина, яка пише так церкви, це значить в неї і така сама душа. І незважаючи на те, що пан Руф пройшов через такі табори, через такі тортури, він не загубив свої очі, вони в нього такі самі блакитні, вони в нього молоді, вони залишилися молодими. І такими очима він побачив отак ці церкви. Im Laufe dieser Veranstaltung gab es Beratungen hinsichtlich der Wiederaufnahme der Arbeit der ukrainisch-deutschen Regierungskommission für Angelegenheiten der in der Ukraine lebenden Personen deutscher Abstammung. Hartmut Koschik und Andriy Vitrenko führten diese Verhandlungen. Wir обмінялися думками щодо перспектив діяльності комісії, яка була створена, поновлена урядом України 23 грудня минулого року комісії з питань міждержавної співпраці в підтримці розвитку осіб етнічних німців, які проживають в Україні. Власне, опрацьовано були попередні терміни, в які мусить відбутися, і домовлено про те, що наступне засідання, організаційне питання по його проведенню буде брати українська сторона, відбуватися це буде в Києві. Ну і в робочому порядку будемо опрацьовувати коло питань, які виноситимуться на розгляд цієї комісії вже під час засідання. Враження дуже позитивні, починаючи від прекрасних робіт пана Гаррі Руфа. Це і фільм, який показаний про етнічних німців, які заселились в Україну ще в 19 столітті. Той внесок, який вони зробили в розвиток України, безумовно, це все збагачує Україну, це все збагачує наші культури, адже поєднання культур – це надзвичайно важливий місток до поєднання, до розуміння, власне,
один одного. Solche kulturellen Maßnahmen fördern die Entwicklung der Partnerbeziehungen und die engere Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und Deutschland.